So, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, damit ihr ein bisschen Bewegung habt, hier meine Hände. Ich habe ja vor kurzem die 1000 Abonnenten überschritten und ich wollte dafür ja ein kleines Special machen und ich habe jetzt lange überlegt, was ich dafür mache und ich habe gedacht, ja, warum soll ich nicht mal wieder ein bisschen was zurückgeben, ne? Das habe ich bis jetzt schon zweimal gemacht. Gut, das eine Mal waren es billige Sticker, das andere Mal war es die Apfelschorle, Apfelspritz, bitte verklagt mich jetzt nicht. Ja, und ich habe mir gedacht, naja, zum Tausenden, da kann es ja mal ein bisschen was anderes sein, ne? Naja, also habe ich bei Mediamarkt was bestellt. So, und was habe ich jetzt vergessen? Ein Messer, damit ich es überhaupt auch aufmachen kann für mein Unboxing. Haha, ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich kann mein eigentliches Messer zum Aufmachen von so kleinen Klebepunkten nicht finden, also versuche ich es einfach mal mit dem Oschi hier. Ne? Das wird es wohl tun. So. Worum geht es denn heute? Ja, es geht nicht nur um das reine Giveaway an sich, sondern natürlich will ich davon vorher auch noch ein Unboxing machen. Und wahrscheinlich werde ich auch noch ein Testvideo damit machen. Also zeige ich direkt mal, worum es geht heute. Tada! Eine Actioncam von einer Marke, die ich noch nie hatte. Und zwar von hier Active On oder Activion oder was weiß ich, wie man den Namen ausspricht. Ne, ihr wisst schon, der mit dem bunten Namen hier. Ne? So, was ich daran so toll fand, war... Das ist eine Actioncam, ne, nimmt in Full HD auch auf mit 60 Bildern, so wie ich das aktuell ja auch mache. Kann kein 4K, aber gut, das stört mich jetzt nicht. Dazu gibt es dann noch diese Solarstation hier mit drin. Und das da in der Spiegelung, das ist eine Canon Legria HFR 606, glaube ich, weiß ich gar nicht. Und so ein dicker Typ mit fettem Doppelkinn, gitti, 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 gitti. Ja. Also eine Active On mit Solarpanel. Ja, ich fand das ganz interessant. Ne? Und auch die Bildqualität, die ich auf YouTube von diesen Videos gesehen habe, fand ich auch ganz interessant. Also fand ich wirklich nicht schlecht. Da bin ich mal gespannt, wie das wohl so aussehen wird nachher. So, jetzt ist hier, was hier natürlich drin ist, ja, hier die Actioncam, ne? Ja, logisch. Und ein Akku, auch logisch. Klebepads, bla 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 bla. So, Key Features, Solar Charger, Burst Speed Charging, Ach ja, hier kann man vier verschiedene Bildwinkel einstellen. Das fand ich auch mal nett. Ich glaube, das kann ich bei meinen nämlich nicht. Ich weiß das nicht. Ach ja, und ein Touchscreen hat das Ding auch. Richtig. Bild, eingebautes LCD mit Touchscreen. Hat meine Kamera auch nicht. Ja. Wisst ihr was? Ihr kriegt meine alten und ich behalte diese hier. Ja, ganz einfach. So, wollen wir gucken. Passt der da rein? Passt der da rein? Passt der da rein? Mein Messer kann alles. Aber das schärfe ich auch selbst, ne? So. Gut. Gut, gut, gut. Habe ich alle? Ja, ich glaube, das waren alle. Hui. Oh, ein Kunststoffdeckel, Plastikdeckel. Oh. Nobel, 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 nobel. So, da ist mein Messer. So. Wollen wir uns den Kram mal angucken? Oder warte mal. Wie geht denn das jetzt hier überhaupt? Oder müssen wir das Ganze als Ganzes? Ne, das geht nicht. Das hier. Ach so. Oh, das ist nur ein Stück Pappe. Aha, aha. So. Na, kommst du wohl da raus? Kommst du wohl da raus? So. Geht doch. Kommst du wohl. So. Okay. Und du? Ah, da geht's noch weiter. Huch, wow, 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 wow. Wow, wow. Mensch, du. So. Was haben wir denn hier noch drin? Eine Tasche. Mhm. Das ist so ein zweites, so ein zweiter Rückdeckel. Ich glaube für das Audio oder so, meine ich. Das sind denn die Deckel, mit dem Audio besser durchkommt. Papier. Ein gekrümmtes Klebepad. Ein Ladekabel. Eine Schraube, okay, so, was sind das, nicht mal ein gerades Klebepad mit bei? Jetzt ehrlich? Tatsache, da ist ja nicht mal ein gerades Klebepad mit bei, nur ein krummes hier, so ein gewinkeltes, so ein, wisst ihr, für Helme, so. Aber normalerweise ist auch immer ein gerades Stück da drin für ebene Flächen, wisst ihr?
Und das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, aber naja, gut. Gut. Dann wollen wir die mal anmachen, wollen wir gucken, ob da schon Strom drin ist. Ach nee, warte mal, wo ist denn jetzt der Akku? Ist er vom Gewicht her, würde ich sagen, der schon drin. Mit Touchscreen. Oh, und mit silberner Seitenfläche. Oh, und das Objektiv ist auch silber. Oh, das ist aber ein nettes Design, muss ich sagen. So dieses Wechselspiel aus Silber und Schwarz gefällt mir gut, muss ich sagen. Wie macht man das jetzt auf? Aha. Ah, der ist ja wirklich schon drin. Gut. Zack. Ah, und hier mit Dings hier für Stative. Mit ein Viertel Gewinde. Sowas finde ich immer geil, wenn die Kameras sowas eingebaut haben. Dann kann man sie nämlich auch wunderbar auf normalen Stativen benutzen. Das finde ich immer voll geil. Und sollte eigentlich auch zum Standard gehören. So, mal gucken, wie macht man das Ding jetzt an? Welches davon ist jetzt der An-Knopf? Ich drücke einfach mal hier drauf. Ah, passiert was. Ich ziehe das Ding schon mal ab hier. Zack. So Leute, einmal muss ich doch nochmal irgendwie einen Anhang einbauen oder dran bauen oder ich hänge das hinten ans Video dran, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und zwar ein kleines Update zu der Kamera. Und zwar ist es so, die Kamera hat ein Update jetzt bekommen von mir. Ich habe auf der Homepage habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt, wegen Firmware-Upgrades. Und das ist das erste Mal oder die erste Firma, wo ich tatsächlich mal ein Firmware-Upgrade für bekommen habe. Ja, ich habe schon bei Rollei damals gesucht für die Action Cam 415 und für die Telefunken und auch bei meiner braunen Action Cam bin ich der Meinung, dass eine bessere Firmware das vielleicht nochmal verbessern könnte. Aber hier hat er tatsächlich eine neue Firmware, habe ich dafür gefunden und dann auch gleich drauf installiert. Jetzt werde ich mal kurz was ausprobieren. So, einerseits, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt ist natürlich alles wieder auf Englisch zurückgesetzt. Da, Sprache. Die Liste der Verbesserungen ist zum Beispiel, ich werde jetzt einmal die Speicherkarte formatieren. So, gut. So, und jetzt ist die Werkseinstellung hier, also die Software ist jetzt auf Version 3.22. Was war das vorher? 3.14? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. So, auf jeden Fall gab es ein Update und das hat einige Sachen tatsächlich behoben, zum Beispiel deutsche Sprache soll jetzt weniger fehlerbehaftet sein. Mal gucken. 1080p, Sichtfeld weit. Videoqualität fein. Ich hätte vielleicht mal vorhin auf super fein machen sollen. Das Testvideo, was ihr gesehen habt, was ich hier mit einbaue, das war auf fein. Mache ich den Bildstabilisator mal an. Gefiel mir ohne eigentlich besser, muss ich sagen. Na, mal schauen. So, dann ist mir noch eingefallen, dass es hier noch ein paar schöne Optionen gibt. Das werde ich auch noch mal ausprobieren. Zum Beispiel gibt es hier extra ein... Ah, hier, Motorrad. Ne, seht ihr das Motorrad? Das war vorher, da stand nur... Ach ja, beim M stand Handbuch, beim Motorrad stand Reiten. Also hier haben sie die deutsche Sprache fehlerbehaftet, die ein paar Fehler ausgebügelt. Ne, Motorrad. Da gibt es echt extra einen Motorradmodus. Das muss ich auch noch mal ausprobieren. Das Testvideo war ganz normal im manuellen Modus. Gott, ich finde den Touchscreen geil, muss ich ehrlich sagen. Und das hier habe ich vorhin auch noch nicht gesehen hier. Hier kann man Wi-Fi anmachen und kopfüber einstellen, ne, falls man die Kamera daneben halt dann so benutzen möchte. Dann. So. Quick Record, ich weiß auch nicht, was das ist. Mikrofon kann man an- und ausmachen. Treffe ich nicht richtig. So, jetzt. Ne, die Helligkeit kann man regulieren hier so. Ja, mal ein bisschen Akku sparen hier, ein bisschen dunkler machen. Nee, und was wisst ihr, was das Geilste ist? Das geilste Update ist jetzt eben halt, wenn ich jetzt Recording drücke. Jetzt blinken die LEDs auf, wenn ich aufnehme. Ist das nicht geil? Genauso will ich das haben. Damit ich, wenn ich dann im Spiegel gucke, sehen kann, ah, sie nimmt auf. Finde ich cool. Mit 4 LEDs insgesamt. Nice. Ja, Astrein. Also so gefällt mir die Kamera gleich viel besser. Nehmen. Okay, wir nehmen auf. Hier hinten ist er nicht am Blinken. Da ist er auch nicht am Blinken. Da auch nicht. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass vorne die LED dann blinkt bei der Aufnahme.
Das finde ich nämlich immer ganz, ganz interessant und auch wichtig, damit man dann im Spiegel sehen kann, oh ja, der nimmt ja noch auf. Warte mal. Handbuch? Wasser, Reiten, Tauchen, Winter, Nacht? Was ist denn noch so Besonderes an dieser Kamera? Das ist eben halt dieses andere Zubehörding. Das ist diese tolle Solarstation hier. Das ist praktisch nichts weiter als eine Powerbank mit Solarzellen dran. Und ich finde die total geil. Ich habe die vorhin jetzt gerade auch schon mal 2 Stunden in der Sonne gehabt. Und mal gucken, ob das was gebracht hat. Deswegen hier eine Ladezustandsanzeige aus 4 LEDs. Und jetzt haben wir zwei. Zwei sind an. Warte mal. Ja, zwei. Ne, kann man das sehen? Sind zwei. War vorher nur eine LED, also das hat tatsächlich was gebracht, 2 Stunden in der Sonne. Aber um das Ding voll zu machen, müsste man das Ding wohl einen halben Tag in der Sonne haben. Ja, und so sieht das Ding dann ausgeklappt aus. Ne, drei Solarzellen, die das Ding dann, wenn ihr das Ding in die Sonne legt, voll aufladen. Aber die Solarzellen sollen gar nicht mal so toll funktionieren. Also das muss schon wirklich starke Sommersonne sein, sonst funktioniert das Ding wohl nicht. Naja. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen mehr Energie hier drin. Ich finde, das ist ein nettes Gadget so. Deswegen habe ich sie auch bestellt. So. Bin ich mal gespannt. Man kann das Ding aber auch hier über USB aufladen. Ne? Gibt einmal einen Eingang noch extra. Jo, da bin ich mal gespannt, ob das nützlich ist nachher im Sommer so. So. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, und das Ding willst du uns jetzt schenken als Giveaway? Ne, das, wo du schon mit deinen fettigen Griffel alles angetatscht hast hier. Ja, nein, natürlich nicht, denn es gibt dieses Ding nochmal. Ja, ich habe noch eine davon zum Weggeben, extra für euch. Jawohl. Ne, also, wenn ihr so eine Kamera haben wollt, ne, dann könnt ihr einfach mal einen Kommentar unter dem Video lassen. Ich weiß gar nicht, was machen wir denn da? Ach, kommentiert das Video einfach irgendwie. Und dann weiß ich, wer von meinen Abonnenten noch aktiv ist. Ne? Ja. Ja, also sprich, ihr müsst schon Abonnent sein. Das ist ja nun mal eben halt ein Dankeschön für die Abonnenten. Das ist jetzt nicht, um wieder Abos zu farmen, weil ich will jetzt ganz gezielt nur die Leute dann raussuchen, die auch vorher schon Abonnent waren. Ne? Das soll ja ein Dankeschön für die bisherigen Abonnenten sein. Ne? Und damit ich weiß, dass ihr dann auch aktiv seid, dann kommentiert mal ruhig unter dem Video. Dann kann ich mir nämlich aus den Kommentaren wieder einen Gewinner raussuchen mit einer kleinen Lotterie. Ne? So. Und jetzt werde ich erstmal rausgehen und noch ein Testvideo mit der Cam machen. Haha. Hast du ein Problem?
Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ja, nicht vergessen, wer so eine Kamera jetzt haben möchte, der soll einfach nur Abonnent sein und eben halt dieses Video kommentieren. Was ihr kommentiert, ist mir völlig wurscht. Ne? Hauptsache ist nur, ich weiß, dass ihr zu den aktiven Abonnenten gehört. Wisst ihr? Das heißt, die Leute, die die Videos gucken, ne, und dann auch mal kommentieren. Ja, ich habe 2000 Abonnenten, aber im Schnitt immer nur 300 Views auf die Videos. Also sind ja nicht alle meine Abonnenten wirklich so aktiv. Ja, und das soll ja eben halt ein Dankeschön für die aktiven Abonnenten sein. Also schön fleißig Video gucken, schön kommentieren. Ne, was ihr kommentiert, ist mir egal. Ja, und dann werde ich, einen Zeitraum muss ich auch noch machen, ne? Ich weiß ja nun nicht, wann dieses Video rauskommt, aber ich sag mal, eine Woche dürfte ja wohl reichen, ne? Also sobald das Video hochgeladen ist, dann werde ich nach einer Woche die Auslosung machen und das werde ich dann auch aufnehmen und wieder hochladen und so weiter und so fort, wie ich das bei den letzten Malen auch gemacht habe, ne? Ja, dann danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.